Setze ich hier um gleich. Der muss noch ein bisschen arbeiten. Nur, was man es erkennt, hier den das Häufchen Sand, das hier noch liegt, das löffelt er noch schnell rein und dann kann ich laden. Der bleibt auch wieder hier, also geht nicht raus. Er bleibt hier auf dem Gelände, muss nur wieder einmal außen rum. Hoppla. Akku zeigte mal noch grün an. Wir mal. Muss jetzt nur ein bisschen den hier machen.
jetzt gegenüber von dem Baumarkt. Als wir den Bagger hier hingebracht haben, musste ich mein Fahrzeug abstellen und musste mit meinem Kollegen mitfahren, weil das ist so bescheiden da, da müssen zwei Mann hin. Jetzt stehe ich wieder alleine hier und lade den Bagger. Das Baggerladen oder das, den Baggerladen ist nicht so. Ist nicht das Schlimme an der Sache, sondern das Schlimme an der Sache ist es Reinkommen in diese Straße. Verladen ist überhaupt eigentlich gar kein Problem, wenn hier nicht so viele Fahrzeuge stehen. Da vorne, wo der rote Kran steht, muss ich hin. Fahrzeuge parken und die Lampe dahin. Bitte. So rum noch nie reingefahren. Kann also nicht sagen, ob ich hier ums Eck komme. Parkverbotsschild gemacht. Immer das Tor offenbar hier näher. Weil am Tunnel unten ist heute großes Fest, weil Durchbruch. Da soll dieser, schäbige Bagger hin. Zu Hause steht ein nagelneuer R938. Den hätte ich da hingefahren. So. Muss mal kurz raus. Ausgucke hin. Blick.
nur, hab das auch eben nicht gesagt, weil ich jetzt unbedingt jemanden dabei haben will oder so. Ich hab das nur gesagt, weil wieder mit zweierlei Maß gemessen wird. Halt doch die Kusch. So, das müsste reichen. Das müsste reichen. Richtung Mannheim, Polizeikontrolle, Hinterkreis und Linke Kurbelkontrolle, das ist der LKW von 2,3 Meter Express. Das finde ich sogar mal gut hier. Das finde ich sogar mal gut, dass endlich mal die ganze linke Spurfahrer in der Baustelle kontrolliert werden. So, ich gehe schnell abhängen. Habe ich glaube ich schon mal gesagt, gell? Verladen. Oh. Der Speis treibt schon wieder halb neun Hosen haben doch. Muss ich hier geradeaus über den Parkplatz, muss ich jetzt raus. Ich hoffe, dass das klappt. Hier rechts steht einer jetzt, aber ich glaube mit dem Bagger drauf wäre ich in der Uno die Kurve eh nicht kommen. Ich denke mal nicht. So, muss ich noch ein bisschen anheben. Ich muss hier noch mal kurz stehen bleiben. Oder? Könnte auch gehen. Danke. Gut, sorry. Ah, geht ja. Geht ja halbwegs gut hier. Nicht sein, dass man hier mal bremst, oder? Hier wird heute der große Durchbruch stattfinden und ich weiß nicht, wo ich den Bagger hinstellen soll.
Feierabend gemacht. Am nächsten Tag war ich wieder hier, hab 16 Beton-Lego-Steine gebracht. Und im Anschluss habe ich dann hier im Nachbarort Flörsheim zwei Überseekontainer geladen und habe die dann auch hierher gebracht auf die Baustelle. Daraus wurde dann die Lärmschutzwand gebaut. Ich tue dich gerade mal filmen, okay? Gut, reicht. Passt. So, die zwei Container stehen. Da kommen jetzt noch jeweils drei Stück pro Seite oben drauf. Soll eine Lärmschutzwand geben. 15 Uhr. Ich denke, ich fahre jetzt nach Hause. Ich habe morgen eine Kleinigkeit zu fahren. Wobei, da bin ich mir noch nicht zu 100% sicher. Ich denke, heute werde ich vielleicht noch vorladen und dann sollte es das gewesen sein. So, der da, der 914 Gummikettebagger, den lade ich jetzt noch schnell. Der geht morgen früh wieder hoch nach Kien. Wollte ich eigentlich drehen, aber der ist jetzt. Da vorne steht sie, okay. Aber
kurz gucken, wie es da oben aussieht weiter. Stuhl. Ist zwar niemand da heute, aber den stelle ich vors Tor.
Egg Blues auf Reserve. Mache ich dann noch voll. War's das wieder für diese Woche. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet wieder etwas Spaß. Da vorne steht die Mulde. Vom Tor. So ist ja zu. Ja.